Guten Tag, mein Name ist Elena Romer. Ich bin Produktmanagerin bei der Firma Cavo und darf Ihnen heute hier im Cavo Studio in Biberach unsere Weltneuheit, die Diagnocam Vision Full HD, vorstellen. Die Cavo Conexio Software dient der Kommunikation zwischen Behandler und Patienten, direkt an der Cavo Behandlungseinheit. Mithilfe dieser Software können digital erstellte Daten patientenbezogen abgespeichert und direkt an der Cavo Behandlungseinheit zum Zweck der Patientenaufklärung aufgerufen werden. Conexio ermöglicht es Ihnen außerdem, direkt an Ihrer Cavo-Behandlungseinheit auf sämtliche Bilder Ihrer VDDS-kompatiblen Softwarelösungen zuzugreifen. Nach dem Login in der Software wird das Anwendungsfenster im Menü Klinisch angezeigt. In diesem Menü sind alle relevanten Patientendaten abrufbar. Übergeben Sie den gewünschten Patienten aus dem Patientenmanagementsystem an Conexio. Oder legen Sie einen neuen Patienten in Conexio an, falls kein Patientenmanagementsystem mit Conexio verbunden ist. Die Cavo Conexio Software ist modular aufgebaut und besteht aus drei verschiedenen Ebenen. Ebene 1 – Patientenliste – Anzeige aller verfügbaren Patienten. Ebene 2 – Patientenakte – Anzeige der verfügbaren Bilder des Patienten. Ebene 3 – Bildanzeige – Anzeige der ausgewählten Bilder. Wird der Patient ausgewählt, kann er automatisch am Arztelement Ihrer dentalen Behandlungseinheit im Tab Conexio aufgerufen werden. Alle Daten, die im Anschluss erhoben werden, werden automatisch dem aktiven Patienten zugeordnet. Starten Sie die Bildaufnahme, indem Sie die Diagnocam Vision Full HD aus der Ablage des Arztelementes Ihrer Cavo-Behandlungseinheit entnehmen. Das Live-Bild der Kamera wird bei Entnahme aus dem Arztelement automatisch auf dem Bildschirm Ihrer Behandlungseinheit angezeigt. Die Kamera kann entweder über das Bedienfeld oder über den Fußschalter bedient werden. Zur Bildaufnahme drücken Sie den Auslöseknopf der Kamera bzw. das Pedal des Fußanlassers einmal kurz. Möchten Sie das Bild anschließend speichern, drücken Sie den Auslöseknopf der Kamera bzw. das Pedal des Fußanlassers einmal lang. Die Kamera wechselt nach Speicherung der Aufnahme zurück in den Live-Bild-Modus. Möchten Sie das Bild einem Zahn zuordnen, betätigen Sie die Pfeiltasten auf der Kamera kurz. Möchten Sie zwischen den verfügbaren Modi der Kamera wechseln, betätigen Sie den Menübutton Ihrer Kamera kurz. Möchten Sie direkt in den Multishot-Modus wechseln, um eine 3-in-1 bzw. 2-in-1 Aufnahme zu machen, drücken Sie den Menübutton lang. Der Multishot wird Ihnen nach dem Auslösen direkt auf dem Bildschirm der Behandlungseinheit angezeigt und unterstützt damit die Patientenkommunikation. Die während der Behandlung gespeicherten Bilder können im Anschluss innerhalb der Software oder am Bildschirm der Behandlungseinheit betrachtet werden. Um die Bildanzeige in der Software zu starten, markieren Sie die gewünschten Bilder in der Patientenakte und klicken in der Menüleiste auf Bilder anzeigen. Innerhalb dieser Ansicht können die Bilder mit verschiedenen Tools bearbeitet und Zähnen zugeordnet werden. Zusätzlich kann der klinische Überwachungsstatus festgelegt und gespeichert werden. Das war eine kurze Vorstellung unserer Diagnocam Vision Full HD. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.